Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Against Armut gegen Elend. Mit mir, dem Günner, auch bekannt als Armut und Elend in einer Person. Und ich bin natürlich nicht alleine da, der Mr. Map ist auch da, ich grüße dich. Jetzt auch bekannt als der Kanopenkrösus, willkommen. Der Kanopenkrösus, genau. Ja, da haben wir in der letzten Runde so ein bisschen verglichen. Der Merp und ich, wir haben tatsächlich gleich viele Gefechte gehabt. 30, er hat 4 Gefechte mehr gewonnen. Und es liegt an den Charakteren. Ja, das ist halt krass. Also, wie gesagt, kann man einfach nur mal hochrechnen, ne? 38 pro Runde, das ist halt schon viel. Da machst du halt einfach mal für einen Huni gerade mal 3 Turns, ne? Also... Ja, gut, so ist das, ne? Gut, ich meine, die 38 hatte ich noch nicht lange, ne? Das baut sich bei mir ja auch kontinuierlich auf. Aber so wie es sich halt auch bei dir erst so kontinuierlich aufgebaut hat, ist es jetzt halt auch bei mir der Fall gewesen. Und ich war halt schon eine ganze Weile bei über 20. Also du bist bei 13, hast du gesagt, pro Runde. Also die, genau, du machst dreimal so viele. Genau, und die 20 pro, also für, durch Charaktere, das habe ich halt schon sehr lange gehabt. So, bin aber schon wieder fertig mit meiner Runde. Aber es ist ja noch nicht komplett entschieden. Ich muss ja überlegen, weil ich brauche jetzt gerade so eine, ich brauche eine Strategie, wie ich das nach Möglichkeit wieder aufholen kann. Ich hatte eigentlich eine. Nur, ich stelle mir halt die, also wenn wir auch nur in Ansätzen, also gut, man muss jetzt auch dazu sagen, du hast, glaube ich, irgendwie zig mehr Städte als ich, ne? Ich habe ja irgendwie nur 7, du hast 13 oder so. Ja, aber die generieren keine Kanopen. Ja, nee, aber ich brauche ja irgendwas, womit ich das wieder aufholen kann. Stimmt. Jetzt ist halt die Frage, ob ich halt das, was ich momentan ohnehin mache, ob ich damit weitermachen soll. Und ich glaube, ich kann es mir eigentlich nicht mehr leisten. Ich muss eigentlich meine Strategie jetzt ändern. Das ist sehr schade. Das wollte ich nämlich eigentlich nicht machen. Aber ich glaube, ich muss es auch machen, weil Scarbrand mir den Krieg erklärt hat und er hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er mich komplett vernichten wird, wenn ich ihn lasse. Von daher muss ich jetzt meine Strategie leider ändern. Das ist doof, aber so ist es dann halt. Ja, schade. Also, ja, es hätte klappen können, aber ich habe das unterschätzt, dass die KI mich so roffelstompt. Jetzt also, kommt wieder mal Morati. Hätte das anders antizipieren müssen. Aber also, man okay, muss auch gut, dazu sagen, ich habe natürlich auch eine etwas bessere Startsituation gehabt. Ich habe auf der Westseite habe ich keinen Gegner, der kommen kann. Theoretisch hätte mich Malekit anfallen können, hat er aber aus seltsamen Gründen nicht getan. Also da bin ich selber auch verwundert darüber, dass er das nicht getan hat. Oh je, das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut, was hier gerade passiert. Puh, keine Chance, okay. Was soll ich so machen? Keine Chance. Also das Schöne ist jetzt erstmal für mich zu sehen, dass diese Ratte von einem Volkmar Frieden mit mir machen möchte. Das ist doch schon mal schön. Oh je. Jetzt stehe ich hier dann doch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand wegen Mama Morati, die geht mir jetzt hier ein bisschen auf den Zeiger. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall gelernt, jetzt kann ich einen dekadenten Move machen. Ich kann tatsächlich einfach mal 100 Kanopen ausgeben, um mir nochmal einen Nekrotekten zu holen. Weil ich war mir echt nicht sicher, ob du nicht vielleicht doch die Chance hast, mich aufzuholen oder sogar vor mir zu sein. Aha. Ich meine, es war für mich schwer absehbar, tatsächlich. Ja, dann müssen wir gucken, ne? Müssen wir gucken. Okay, lauf mal du hier runter. You called? You bet. When do we fight? What? Gott, ey, wie einfach diplomatisch keiner Bock auf mich hat. Immer wieder faszinierend. Okay. Bin schon wieder bereit. Aber lass dir Zeit. Gleich. Ja.
Genau, ich muss ja auch darüber nachdenken, wie ich meine Städte wieder aufbauen kann. Denn Scarbrand lässt ja wenig Zweifel daran, dass auch er mir eine Stätte abnehmen will. Ja. Nein, er will sie kaputt machen. So. Ja, genau. Ja. Ich soll die gar nicht behalten. Das wäre ein Fehler in der Matrix oder so, wenn ich die Scarbrand behalten ist würde. eher so ein Priester des Minimalismus. Ne? Du sollst nicht Ja. zu viel besitzen. Das macht nicht glücklich. Weil sonst Ja. kommt er. Anarchist. Anarchist ist er. Er ist Anarchist, Anarchist, glaube ich, genau. ne? So, die Söldner sind vernichtet. Das fand ich jetzt relativ gut. Das interessiert mich nicht. Ah, du bist wieder bei Volkmar zugange. Muss mir, ja, ich habe ja gesagt, ich werde zur Horde und durch diese Siedlungen dadurch. Turns Hallo? nochmal. Alter. Kann ich da was machen? Oh shit. Da ist er. Das hier gefällt mir nicht. Nee, das gefällt mir gerade ganz und gar nicht. Also bei mir kann ja auch alles noch zusammenbrechen, falls mir Malekith den Krieg erklärt, ne? Das ist so nicht sicher, das Ganze hier alles. Ich hoffe, dass er es tut, ne? Aber wissen wir es? Nee, wissen tun wir es nicht. Der ist, Wissen wir glaube nicht. ich, gerade eben sehr beschäftigt mit den Wargern, Kalk und mit der dekadenten Heerschar. Also der hat eher chaotische Probleme, wie mir das Azur so gerade eben Princess. erscheint. I'm with Sari. Speak. Aber meine Diplomatie schreitet auch leider nicht voran. Okay. Also wenn ich einmal mit jemandem einen Handelspakt gemacht habe, wollen die danach auch nicht mehr wirklich mit mir reden. So. Ich meine, okay, wer möchte schon mit einem Skelett reden, das in Klopapier eingewickelt ist? Es dauert nur 3 Runden, um das Ding wieder aufzubauen. Na, Halleluja. So, versuchen wir, diese Siedlungen wieder langsam zurückzugewinnen. Wir dürfen gespannt sein. Ibims gespannt. Ja, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Ach, das gehörte hierzu. Naja, okay. Hey, ich kontrolliere eine Provinz. Welch seltenes Schauspiel. Welch seltenes Schauspiel. Okay, wir machen das hier. Das muss ein Fehler in der Matrix sein, Gunnar. Auch das, ne? Hm. Tatsächlich musst du ja hoffen, dass ich meine Charaktere verliere irgendwie, ne? Das. Ja, gut. Ja, stecke ich, glaube ich, nicht drin, ne? Ja, ich weiß, aber das ist so das Ja, wäre Hauptproblem. natürlich für mich klar, wäre es natürlich gut, ne? Ja, richtig. Okay. Tipptopp. Oh Gott, mein Hinterhalt wurde verhindert. War ja klar. Ach, Mama Morati. Ich würde ja sagen, du warst mal cool, aber nein. Einfach nein. Ja, komm, das machen wir mal so. Ich mach mal das, was sonst nur die KI macht. Destruktiv werden. Einfach, weil ich es kann. Oh, was habe ich denn da? Ja, okay. Ah, du bist wieder beim Kult des Sigma.
Ja, ich umkreise gerade. Du kreist das Problem ein, willst du damit sagen? Ich versuch's. Oh, Moment. Natürlich ist er mit dem Streitwagen unterwegs. Ich fass es nicht. Bitte hört auf damit. Dieses ewige Skelettstreitwagen-Gedöns. Krieg ich echt zu viel, ey, du, ich sag's dir. Mhm. Ja, ich hätte die abreißen sollen für 20 Kanopenkrüge. Ich kann sie aber auch einnehmen und bekomme 30. Aber trotzdem danke an das Spiel dafür. Aber wir hier weitermachen. Aber ich kann ja damit nur versuchen, wieder aufzuholen. Das ist alles irgendwie nur so ein bisschen albern, ne? Aber mal hier weiter. Na, albern trifft es. Moment. Dich schmeiß ich raus, dann kommst du hier rein. Lol, was ist das für ein dummer Heckenpenner? Aber gut, ich meine, ja, es war irgendwie klar, ne? Na, dann lauf mal hierhin zurück. Dann weiß ich ja, dass er in ein paar Runden wieder ankommt, ne? Der Scarbrand kommt bald wieder. Der Scarbrand kommt bald wieder. Wir müssen diversifizieren. Oh, ich glaube, ich kann das Gebäude beschädigen. Komm, wir probieren es mal. Na, ah, natürlich hat das nicht geklappt. Du kannst das machen, das ist ja schon mal immerhin ganz gut, dass du es prinzipiell überhaupt kannst, weil ich habe so einen 50% Preisaufschlag bekommen. Das heißt, ich ruiniere mich finanziell, wenn ich das versuche. Ja, okay, stimmt. Du hast ein, ich mache inzwischen fast 3000 Gold plus. Ja, das ist ordentlich. Das ist halt der Witz an Camry, weißt du, so wenig, also du hast ja keine Ausgaben. Irgendwann mal ist einfach dein Einkommen so absurd groß, wenn du es aus irgendeinem Grund schaffst, mehrere Provinzen zu halten, ne? Ja. Dann kannst du auch easygoing alles Mögliche bauen. Mhm. Aber am Anfang, ja, ich baue da mal eine Hütte hin, ne? Also, wenn ich lange genug spare mit diesem Riester-Rentenkonzept, dann kann ich in 2000 Jahren mir eine Hütte leisten. Ja. Und dann braucht die ja auch noch Ewigkeiten, bis das Ding überhaupt mal gebaut ist. Ne? Das richtig. Ist das andere. Das ist echt bitter. Okay. Ja. Ich finde das interessant. Irgendwie ist ja bei mir gerade eben verdrehte Welt. Es sieht eigentlich fast eher so aus, als ob ich Mama Morati wäre und Camry mich bedroht, weil ich kenne die Situation andersrum nicht. Also ich habe sie jetzt eingekesselt und mache jetzt von mehreren Seiten Druck auf sie und sie scheint nicht zu wissen, wo sie hingehen soll. Ah, okay. Wir versuchen das jetzt mal so rum. Gucken wir mal, ob das klappt und baut das hier direkt auch noch aus. Jawohl. So, und dann 5 Runden Cooldown, 5 Runden Cooldown, aber davon habe ich auch nichts. Davon habe ich auch nichts. Nächste Runde. Ja. Ah, und willst du mir den Krieg erklären? Ah, nein. Okay, gut, alles klar. LOL. Ja, das werde ich berechnen. Mama Morati greift mich an, ich habe einen Pyrus-Sieg und ich verliere keine Einheit. Ja, das sollte man tatsächlich. Also wenn. Ja, also gerade gegen diese ganzen Druki, du hast da einfach in den manuellen Gefechten wenig zu gewinnen. Ich weiß. Die Dunkeldorn, die schießen ja einfach so viele Einheiten weg, da kannst du ja kaum was gegen machen. Ja, ja, weil du so langsam bist. Du brauchst eigentlich. Dann, also da bräuchte man schon eine ganze Menge von diesen Nekropolrittern, damit das was wird. Ja, das war jetzt antiklimaktisch easy. Um es mal so zu sagen. Komm, du gehst jetzt hier hin. Warum? Okay.
Ich wollte gerade schon fragen, warum er sich nicht weiter bewegt, aber da hast, glaube ich, du irgendwas geklickt. Kann sein, dass es was mit meiner Mission zu tun hatte. Mhm. Weil das ist jetzt natürlich für mich die Gelegenheit zuzuschlagen und sie endgültig zu vernichten. Und dann kontrolliere ich den gesamten Schulhof, du. Den Schulhof. Genau. Ich bin der Altsemester hier im wahrsten Sinne des Wortes. Muss ich spielen oder ich akzeptiere diese es sind halt 4 hochstufige nähekarassische Krieger, die ich nicht verlieren will. Auf der anderen Seite, ach scheiß drauf. Oh, es waren sogar nur 2. Hätte er mir erst 4 angezeigt? Egal, okay. Wenn dann du die wiederbekommen hast durch eine Einheit, durch die Armeefähigkeit, ne? Es gibt ja die Fähigkeit, dass du dass ein Teil dieser Truppen wieder aufersteht, meine ich bei manchen. Bei uns nicht. Ich hatte gerade Ich habe das. Echt? Aber dann hast du das nicht erforscht oder so, würde ich mal sagen. Du kannst das erforschen. Ja, kann sein, dass ich das nicht erforscht habe. Es tatsächlich. Ich habe es erforscht. Ich habe bisher noch keine einzige Einheit wiedergekriegt. Okay, bitte. Nee, das ist schon in Ordnung. Das ist bitter. Ja, bitter beschreibt diese Kampagne bisher sehr gut für mich. Aber ich will mich ja nicht unterkriegen lassen. Ich habe ja immer noch so die Hoffnung, dass das hier weitergeht, ne? Mhm. Du meinst so, am Ende ist es so, aufholen kann. Not gegen Elend. Du bist Not und Elend und ich bin das Wort gegen. In der Beschreibung. Ne, da muss man halt echt so ein bisschen... Alter, ich habe hier so viel von diesem Zeug. Ja, warte mal, mach doch da mal. Da verschmilzt das mal. Verschmilzt bitte das hier. Lol, da hast du mir jetzt nochmal ein Talisman draus gemacht. Du bist ja ein... Verschmilzt das mal bitte. Ich habe tatsächlich dagegen kaum Items, die ich verschmelzen könnte. Ne? Also ich habe da so eine richtige Knappheit. Ja, du kriegst irgendwie kaum welche. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Okay, jetzt gehört mir das. Für Mama Morati wird das jetzt hier sehr, sehr eng werden. Das heißt, ich brauche ich gar nicht mehr da unten. Cool. Nein, darf der Skarbrin das Ding da nochmal platt machen? Ich stelle da keine Truppen rein. Mhm. Mache ich nur mit all der Kohle. Und ja, ich reibe sie unter die Nase. Tu es. Reibe. Eine der wenigen Momente, in denen ich das einfach mal genieße. Tu mir einen Gefallen, reibe hart. Sag immer nur, ich brauche das. Das motiviert mich nur umso mehr. Reib härter. Stopp, halt die eine, die ist zu viel. Der Gag ist, dass Morati immer noch nicht aufgeben wollen würde. Das ist spannend. Ich meine, ich würde sie ja auch vasalisieren. Ach Gott, das ist ja der Falsche. Entschuldigung. Hey, du bist ja der Falsche. Du bist der Falsche, genau. You are denied even life, yet you think Morathi will aid you. Ich finde das so krass, Bewertung der Ausgangslage bei Morathi, Vasall werden, minus 240 Punkte. Sag mal, hast du an deinem eigenen Weihrauch geschnüffelt? Die hat keine Armee mehr. Ich stehe vor ihrer Hauptstadt mit 2 Armeen, weißt du? Und sie bewertet die Ausgangslage... Es gibt keinen Grund, sich zu unterwerfen. Wir würden eure Kapitulation annehmen. Ja, richtig, genau. Die macht hier einen auf schwarze Ritter, du. Das ist ja nicht mehr zu glauben. Na gut.
Ich werde sicherlich gleich noch mehr überzeugende Argumente darlegen. Ich bin da Optimist von Haus aus. So, Scarbrand hat mal wieder meine Siedlung niedergerissen. Das scheint ein Hobby von ihm zu sein. Macht er gerne, macht er sehr gerne. So, du machst das auch. Cetra does not serve, sagt er. Also er serviert auch keinen Nachtisch. Ja. Wenn man mit ihm fertig ist, sagt er, Cetra does not deserve. Ja. Oh, ein knapper Sieg. Naja, wir gucken trotzdem mal. Mal wieder eine Einheit verloren, aber so ist es halt. Ist egal, wir können das mit Trash kompensieren. Der gute alte Trash. Mhm. Ah, wer ist das? Wer ist das? Ah, der ist das. Oh, wow, hier ist sogar mein Gebäude drin. Ja, Wahnsinn. Hat der Volk mal tatsächlich auch mal irgendwas gebaut? Ja, Alter. Sogar der Volkmar ist hier am Bauen. Super, alter Junge. Okay, wie viel Provinzen hast du? Er hat genau eine einzige, ne? Der hat nix. Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns den noch mal ein bisschen aus der Nähe an. Oh, geil. Ja, so langsam aber sicher habe ich brauchbares Volk in meiner Armee, du. Das gefällt mir so. Du meinst, so. Du hast dir, das ist sinnstiftend, meinst du damit, du hast Ogersöldner rekrutiert, oder? Ja, natürlich, die guten. Die guten Ogersöldner. Ja, schon wieder ein Fehlschlag bei... eine Agentenaktion. Wie könnte es anders kommen? Okay. Your best. You itching for fresh bat. Yes. Also langsam aber sicher fängt Mama Morati an, ihr Leben zu überdenken. What is dead should dead remain. Yet here you are. Schade, dass man, wenn man im Krieg schon ist, nicht noch bedrohen kann. So nach dem Motto, jetzt nimm schon an! Wir haben auch noch andere Ziele heute. Aber was soll's. Mein Problem wird sein, wenn ich jetzt mit Mama Morati fertig bin, habe ich keinen Gegner mehr. Du musst dann einen neuen suchen. Ach, naja. Ja. Und keiner davon gefällt mir, du. Wobei das hier tatsächlich darauf hinauslaufen könnte, dass mir... Ich glaube, dass Malekith angreifbar ist. Der hat halt im Norden so viele Kriege. Ja, das... Doch, das rechnet sich. Ja, wir nehmen das, ja. Ich habe mir gerade diesen besonderen Nekrotekten geholt, der nur etwas aufbauen kann hier. Der Gag ist, denen kann man halt auch wirklich Items geben, was ich immer noch sehr, sehr schräg finde. Ah. Also diese Wegwerf-Charaktere, weißt du, die kann man teilweise wirklich ausrüsten mit Ausrüstung. Warum sollte man das tun? Hätte ich jetzt eigentlich kombinieren müssen. Ich komme gerade rechtzeitig zur Einweihungsfeier von Mama Moratis uralter Stadt Quintex auf Stufe 5.
Ich werde also eine Stufe 5 Stadt angreifen. Wenn ich Glück habe, behalte ich sie auf Stufe 4. Hm. Das wäre natürlich nobel. Beiwachte. Das ist doch eigentlich Unfug, was ich da mache. Verdammt, er hat's gemerkt. Ja, diese ganze Kampagne hier ist Unfug. Ja, die Lady. Wessen Idee war das eigentlich nochmal von uns beiden? Hey, ich hab Scarbrand entdeckt, juhu. And it gets worse. Ja, was soll man machen, Mann, ne? Mann. Ich meine, die Ausgangssituation ist trostlos, du bist umzingelt. Exzellent, du kannst in jede Richtung angreifen. Ja. Das ist so ein bisschen wie die Spartaner fragen nicht wie viele, sondern wo. Richtig. Und ich frage, wohin? Wohin? Ey, cool, der Scarbrand rekrutiert gerade eine zweite Armee zusammen. Na, viel Feind, viel eher, ne? Ja, es wird immer besser. Dann kann er mich ja noch häufiger angreifen, okay. Quasi im Doppeltakt. Okay, jetzt erzählt mir bitte nicht, dass das nicht geht. Ja, es geht nicht, verdammt. Sieht Scarbrand. Jo. Halte die Kontrolle über. Ha, ha. Okay, gewinnt die folgende Schlacht. Never. Verübt erfolgreich ein Attentat. Ja, erfolgreich. Und dann. Obwohl, warte mal, es kann sein, dass das mittlerweile wieder billiger ist. Das war mit einem Timer, ne? So, ich habe die Stadt Quintex genommen. Wie ein Wirbelsturm. Hart genommen. Oh yeah. Oh yeah. So, dann läufst du hier hin. Ich liebe alles daran. So, und dann zeigst du mir ganz kurz nochmal hier. Da, der ist das, ne? Ah, nee, ich kann mit dem gar nicht verhandeln. Das ist so dämlich, ne? Okay. Das lief gut. Reib, reib. Würde die dann auch den Scarbrand angreifen? Nein, auf gar keinen Fall, ne? Die ist ja nicht bescheuert. Die ist ja nicht blöd. Gib mir Geld dafür. Danke. Juhu. Juhu. So, Antacke. Oh, Graubarts Prospektoren? Ja, wechseln sie. Bist also nach Westen gewandert. Ey, ich muss ja vor dem Scarbrand irgendwie abhauen. Ja, ja, natürlich. Ist ja auch kein Vorwurf. Es ist nur eine Feststellung. Ich muss vor dem da irgendwie abhauen. Es ist einfach nur eine Feststellung. Jetzt weiß ich, wo du hingehst. So, genau nämlich, ne? Ich glaube, der Günner will in Wahrheit einfach nach Westen segeln, um diesem Elend zu entkommen. Westwärts, Geschuppte. Ich fände es cool, wenn das jetzt endlich mal klappen würde. Na also. Endlich mal ein Gebäude beschädigt. Dumm-di-dumm-di-dumm. Oh, sehr gut. Und die Hochelfen kümmern sich um die Reste von Morati. Yay. Es könnte fast nicht besser laufen. Wenn ich zu viel reibe, sag's einfach, ne? Oh, dann wird der jetzt hier... Nein, nein, alles gut. Ich will ja nicht, dass du wund wirst. Ja, das Ding ist jetzt halt... Ich würde normalerweise sagen, komm, greif ihn an, aber der wird hier halt automatisch halt... Ey, das ist Stufe 26 mittlerweile. Der wird halt so hoch gewertet. Äh...
dass ich da auf jeden Fall keine Chance gegen den habe, ne? Ja, also mit Hexwadel will ich mich nicht anlegen. Stärke Rang 7. Dinge, die man nicht haben muss. Okay, das hier soll ich erstmal plündern. Mal gucken, ob ich das mache. Den mal dahin. Es könnte. Es klingt wieder so nach Misheard Lyrics, wenn er halt sagt Lich Priest und du verstehst halt B-I-T-Z-H, please. was für ein Dude. Okay, tja. Also wollen wir das hier verteidigen? Ich sage nein. Wir verteidigen hier gar nichts. Und er darf einfach über uns drüber bügeln. Aber du müsstest dich ja so hinstellen. Da, stell du dich doch mal so hier hin. So, und dann machst du hier den Hinterhaltmodus aktiv. Und du stellst dich so hier hin. Und dann nimmst du noch irgendwie die Einheiten mit. Und wenn ich Glück habe, dann scheitert mein Hinterhalt und so wie immer. Das könnte doch sein, oder? Ah, warte mal, den können wir noch mitnehmen. Genau. Mach das hier mal weg. Pack die Einheit mal direkt hier rein. Genau, Krampftraining heißt das. Nicht Kampftraining, sondern Krampftraining heißt das bei mir. Das glaube ich sofort. So, dann machen wir jetzt mal diesen Ritus. Denn alles andere interessiert mich sonst ja auch nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich einen meiner Helden zu dir schicke, einfach nur um zu gucken, was du so treibst. Ja. Okay. So. Alles andere brauchen wir, glaube ich, nicht. Ah ja, guck mal da, siehst du? Schlachtaufstellung. Mannhafte Niederlage. Und weg. Und weg. Oh. Und die Stadt ist weg. Das ist so geil. Ah, greif dir auch weh noch mal an. Alter. Ah, ist das gut. Er greift alle Armeen an. Ah, er hat meine Armeen vernichtet. Was Echt? Geht ab? Ja, er hat gerade meine 4 Armeen vernichtet. Er hat 2 Städte von mir vernichtet. Und 3 Armeen. Alter, was ist denn los mit dem Typen? Und du konntest sie nicht zusammen einsetzen, oder wie, oder was? Ja, doch, ich hätte 2 Armeen gehabt, aber du hast ja gesehen, ich habe ja nur Kruppzeug, ne? Ich sehe das ja nicht. Ja, nee, du weißt ja, ich habe ja keine guten Truppen. Ach so, ja. Aber, warte, ich will das jetzt einmal direkt, ich will es direkt hier sehen, mach das, ist jetzt egal, ich kann nur keine Kanopenkrüge füllen, so, sind gerade die Armeen alle weg. Warte mal, ich muss gucken. Okay, dann würde ich vorschlagen, ja, okay, Merp, dann machen wir das so. Wir haben ja Runde 57. Ich beende das hier jetzt. Das ist nicht zu gewinnen. Okay, also du kapitulierst, oder? Wie viel Kanopenkrüge hast du gerade? Ich habe jetzt 2240. Ja. Also, ich glaube, ich habe es geschafft, jetzt in 7 Runden ungefähr 200 Kanopenkrüge aufzuholen. Okay. Aber ich kann gegen dieses Roffelstomping da nichts mehr von Skarbrand machen, glaube ich. Also, ich sehe irgendwie nicht so. Also, ich komme auch nicht an diese Armee ran, oder? Leute. Okay, passt auf, wir gucken uns. Warte mal, aber Moment, eine Sache mal gerade. Lass dir Zeit. Ja. Bevor du einen voreiligen Schluss ziehst, den du später dich drüber ärgerst, ja, oder so. Ja. Ich bin da ganz entspannt, ja. Nur, er macht mir halt auch, also er hat mir halt nicht nur.
Er hat mir halt nicht nur meine Arme. Ich kann ihn jetzt auch nicht mehr angreifen. Also ich komme gar nicht an die Stadt ran, wo ich vorhin noch hingekommen wäre. Das ist so unverschämt. Das ist so unverschämt. Das ist halt auch so. Das ist halt einfach auch so. Der Typ ist so Imba. Der ist so Imba hier als Gegner. Das große Problem ist jetzt halt, wie sollen wir. Warte mal, ich stopp hier da. Okay, also das hier ist jetzt nicht so das Problem. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Alter. Ach, was ist das eine? Also, wie soll man denn hier. Ja, den einen. Stimmt, ich habe für 300 Kanopenkrüge hier Einheiten boykottiert, ne? So, das würden wir jetzt machen. Und so, aber. Alter. Das ist so albern. Das ist so unfassbar albern. Das ist so unfassbar albern. Also du kannst du noch was tun oder nicht? Was schätzt du? Nee, ich überlege gerade meine. Ich muss gerade meine Optionen wählen. Mhm. Nee, komm, jetzt ist egal. Nächste Runde. Wir machen hier einen Cut. Wir machen auf jeden Fall noch ein Part. Ich mache alles oder nix und wir gucken einfach mal, was passiert. Okay, und alles klar. Ansonsten endet das dann halt so. Im Zweifelsfall ist es so, dass es dann für mich Not und Elend dadurch ist, am Ende, weil ich endlich mal einen guten Run mit Camry habe und der endet jetzt, weißt du? Ja, ja. Wir gucken mal. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Jo, ciao.